Thank you, young women choir. Danke, junge Damenchor, für dieses wunderschöne Lied. Ich bin dankbar für unseren Erretter und die Einladung an uns alle, zu Christus zu kommen und in ihm vollkommen zu werden. Ich hoffe, ich kann einige meiner Gedanken und Gefühle darüber vermitteln, was es heißt, an ihn zu denken, umzukehren und sich zu ändern. Ich glaube, ich kann am besten zum Ausdruck bringen, was mich im Herzen bewegt, wenn ich euch von drei Frauen erzähle und über einige Lektionen spreche, die ich aus ihrer jeweiligen Geschichte gelernt habe. Ich möchte mit Ruth May Fox beginnen, die vor vielen Jahren JD-Präsidentin war. Sie diente in dieser Berufung, bis sie 84 Jahre alt war. Schwester Fox war in England geboren worden. Und als sie 13 war, ging sie fast die ganze Strecke ins Salzital mit einer Gruppe von Pionieren zu Fuß. Ihre Mutter war gestorben, als sie noch ein Baby war. Daher verbrachte sie die ersten 12 Jahre ihres Lebens bei verschiedenen Familien. Sie muss ein schwieriges Kind gewesen sein, denn ihre Großmutter bezeichnete sie als ein böses Mädchen und weigerte sich um sie zu kümmern. Schließlich heiratete Ruth und hatte 12 Kinder. Sie gab ihr festes Zeugnis an ihre Kinder weiter und lehrte sie Evangeliumslektionen, während sie Seite an Seite miteinander arbeiteten. Sie gab jedoch zu, dass sie ihre älteren Kinder manchmal recht schroff zurechtwies, weil sie ein hitziges Temperament hatte und nicht immer bis 10 zählte, wenn sie provoziert wurde. Sie arbeitete hart daran, diese Schwäche in den Griff zu bekommen und wurde für ihr gütiges Herz und ihren Dienst am nächsten bekannt. Schwester Fox wurde 104 Jahre alt. In ihrem Leben erlebte sie große Freude und schwierige Prüfungen. Sie sagte, das Leben bringt einige schwierige Lektionen mit sich. Die widerstandsfähigsten Pflanzen werden nicht unter Glas gezogen und Charakterstärke erlangt man nicht, wenn man Probleme aus dem Weg geht. Im letzten Jahr bin ich auf den Independence Rock in Wyoming gestiegen, um nachzusehen, wo Schwester Fox im Alter von 13 Jahren ihren Namen eingeritzt hatte, als sie auf ihrer Reise ins Salzital war. Die Witterung der letzten 140 Jahre hat es fast ausgelöscht, aber ich konnte gerade noch Ruth May 1867 erkennen. Ich wollte mehr über diese großartige Führerin und Nachfolgerin Jesu Christi erfahren, die ihr ganzes Leben daran arbeitete, sich zu verbessern und deren Motto lautete, das Reich Gottes oder gar nichts. Die nächste Geschichte handelt von einer Frau, die ich Mary nennen werde. Sie war die Tochter glaubenstreuer Pioniereltern, die für das Evangelium viel geopfert hatte. Sie heiratete im Tempel und war Mutter von 10 Kindern. Sie war eine talentierte Frau, die ihre Kinder lehrte, zu beten, hart zu arbeiten und einander zu lieben. Sie zahlte ihren Zehnten und die Familie fuhr in ihrem Wagen zusammen zu den Sonntagsversammlungen. Obwohl sie wusste, dass es im Widerspruch zum Wort der Weisheit stand, gewöhnte sie sich das Kaffeetrinken an und hatte immer hinten auf dem Ofen einen Kaffeetopf stehen. Sie behauptete, der Herr wird mich nicht wegen einer kleinen Tasse Kaffee aus dem Himmel ausschließen. Aber aufgrund jener kleinen Tasse Kaffee war sie nicht würdig, einen Tempelschein zu erhalten und auch nicht diejenigen unter ihren Kindern, die mit ihr Kaffee tranken. Obwohl sie relativ alt wurde und sich schließlich würdig machte, wieder in den Tempel zu gehen und dort zu dienen, ging nur eines ihrer Kinder eine würdige Tempelehe ein. Ein Großteil ihrer Nachkommen, jetzt in der 5. Generation, lebt ohne die Segnungen des wiederhergestellten Evangeliums, an das sie glaubte und für das ihre Vorfahren so viel geopfert hatten. Die letzte Geschichte handelt von Christina, die als kleines Mädchen getauft und an ihre Familie gesiegelt worden war. Irgendwann im Laufe der Zeit hatte die Familie jedoch aufgehört, nach dem Evangelium zu leben. Jetzt war sie 18. Sie hatte einige falsche Entscheidungen getroffen und war sehr unglücklich. Eines Tages gab ich die Broschüre Mein Fortschritt und sagte, dieses Heft wird dir helfen, Eigenschaften Christi in dich aufzunehmen, sodass du dich so ändern kannst, wie du es dir wünschst. Ich möchte dich auffordern, noch heute mit der Arbeit daran zu beginnen und es heute Abend zur Jugendfeierzeit mitzubringen, um mir zu erzählen, was du gelernt hast. An dem Abend sagte sie mit Tränen in den Augen, heute habe ich meinen persönlichen Fortschritt begonnen.
Sie hat mir seit damals ein paar Mal geschrieben. Sie fing wieder an, zu den Sonntagsversammlungen, den JD-Aktivitäten und zum Seminar zu gehen. Einige Wochen später gingen ihre Schwestern und ihre Mutter mit ihr zur Kirche. Später ging auch der Vater mit und mittlerweile war die ganze Familie wieder zusammen im Tempel. Welche Lektionen habe ich also aus diesen Geschichten darüber gelernt, an Christus zu denken, umzukehren und sich zu ändern? Die erste Lektion lautet: Jeder macht Fehler. Vor kurzem war ich mit einem 8-jährigen Mädchen am Tag seiner Taufe zusammen. Am Ende des Tages sagt sie voll Zuversicht: Ich bin schon einen ganzen Tag lang getauft und habe seitdem noch nicht einmal gesündigt. Aber ihr perfekter Tag dauerte nicht ewig und ich bin sicher, dass sie inzwischen, wie wir alle, lernt, dass wir, so sehr wir uns auch bemühen, nicht immer jede heikle Situation und jede falsche Situation vermeiden oder uns so unter Kontrolle haben, wie wir sollten. Ich höre oft etwas über das auserwählte königliche Geschlecht dieser Evangeliumszeit, aber ich habe nie gehört, dass es als vollkommene Generation bezeichnet wurde. Teenager sind besonders gefährdet, weil es die Macht des Satans wirklich gibt und sie ihre ersten großen, selbstständigen Entscheidungen treffen. Folglich machen sie auch ihre ersten großen Fehler. Genau das ist Korianton im Buch Mormon widerfahren. Korianton sollte glaubenstreu eine Mission erfüllen, aber er dachte, er sei stark und klug genug, um mit riskanten Situationen und schlechter Gesellschaft umgehen zu können. Und er geriet in große Schwierigkeiten und beging eine große Sünde, als er anfing, mit den falschen Leuten zu den falschen Orten zu gehen und das Falsche zu tun. Meine zweite Lektion lautet: Umkehr ist keine bloße Wahlmöglichkeit. Uns ist geboten, umzukehren. Der Erlöser hat gelehrt, wenn wir nicht umkehren und wie ein kleines Kind werden, können wir keinesfalls das Reich Gottes ererben. Wir dürfen nicht zulassen, dass eine kleine Tasse Kaffee, eine schlechte Gewohnheit, eine falsche Entscheidung unser Leben auf ein falsches Gleis führt. Manchmal wird man nachlässig, was die Umkehr angeht. Ich habe schon einige Male gehört, dass es zu schwer sei, umzukehren. Andere sagen, sie seien es leid, sich schuldig zu fühlen, oder wurden von einem führenden Mitglied, das ihnen bei der Umkehr half, gekränkt. Manchmal gibt jemand auf, wenn er Fehler gemacht hat und glaubt, dass es keine Hoffnung für ihn gibt. Einige erwarten, dass sie sich besser fühlen, wenn sie sich vom wiederhergestellten Evangelium abwenden und fortgehen. Es ist der Satan, der Hoffnungslosigkeit ins Herz derjenigen einkehren lässt, die Fehler begangen haben. Der Herr gibt uns immer Hoffnung. Er sagt: Du wurdest erwählt, das Werk des Herrn zu verrichten, aber der Übertretung wegen, wenn du nicht Acht gibst, wirst du fallen. Doch denke daran, Gott ist barmherzig. Darum kehre um von dem, was du getan hast, was gegen das Gebot Gottes ist, das ich dir gegeben habe, dann bist du noch immer erwählt und bist wieder zum Werk berufen. Der leichteste und schnellste Weg zu wahrem Glück und Frieden besteht darin, so schnell wie möglich umzukehren und sich zu ändern. Die dritte Lektion lautet: Wir tun es nicht allein. Es ist nicht möglich, ganz alleine eine wirkliche Änderung zu vollziehen. Unsere eigene Willenskraft und guten Absichten reichen nicht aus. Wenn wir Fehler machen oder schlechte Entscheidungen treffen, brauchen wir die Hilfe des Erretters, um uns auf den Weg zurückzubringen. Wir nehmen jede Woche vom Abendmahl, um unseren Glauben zu zeigen, dass er die Macht hat, uns zu ändern. Wir bekennen unsere Sünden und versprechen, von ihnen zu lassen. Wenn unser Bestmögliches nicht ganz ausreicht, erhalten wir durch seine Gnade die Kraft, um uns weiter zu bemühen. Der Herr sagt: Wenn Menschen zu mir kommen, so zeige ich ihnen ihre Schwäche. Ich gebe den Menschen Schwäche, damit sie demütig seien. Und meine Gnade ist ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir demütigen. Denn wenn sie sich vor mir demütigen und Glauben an mich haben, dann werde ich Schwaches für sie stark werden lassen. Wenn wir die Hilfe des Herrn suchen, um uns zu ändern, dann gilt uns die Verheißung: Wer von seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist vergeben, und ich, der Herr, denke nicht mehr an sie. Der Herr gibt uns nicht auf. Er sagt: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Die Freude und der Friede, die wir durch das Wissen erlangen, das uns vergeben wurde, sind eine Segnung Gottes. Dieser Friede kommt zu der vom Herrn bestimmten Zeit und auf seine Weise, aber er kommt. Meine letzte Lektion lautet: Wir können uns ändern. Wir haben jeden Tag aufs Neue die Gelegenheit, an den Erretter zu denken und seinem Beispiel zu folgen. Ohne Umkehr können wir keinen Fortschritt machen. Deshalb ist die Umkehr der zweite Grundsatz des Evangeliums. Statt Entschuldigungen für Schwächen zu suchen, arbeiten wir jeden Tag daran, gute Gewohnheiten und christliche Eigenschaften zu entwickeln. Präsident Spencer W. Kimball sagte: Die Entwicklung christlicher Eigenschaften ist eine fordernde und schonungslose Aufgabe. Sie ist nichts für Saisonarbeiter oder jene, die nicht immer wieder an ihre Leistungsgrenzen gehen wollen. Von Christina habe ich gelernt, dass die Entwicklung christlicher Eigenschaften ein Zeichen dafür ist, dass wir uns ändern. Da wir alle sterblich sind, begeht jeder von uns Fehler. Umkehr ist keine bloße Wahlmöglichkeit, aber wir müssen sie nicht allein vollziehen. Wir haben einen Retter, der uns hilft, umzukehren. Wenn wir seine Eigenschaften in uns entwickeln, wissen wir, dass wir Veränderungen vornehmen, die uns helfen, ihm näher zu kommen. Schwester Fox fand, dass das Evangelium ihr Schutzmantel gegen Versuchung, ihr Trost im Kummer, die Freude und Herrlichkeit all ihrer Tage und ihre Hoffnung auf ewiges Leben war. Sie nahm sich als Motto: Das Reich Gottes oder gar nichts, weil sie wusste, wenn sie das Evangelium von ganzem Herzen annahm, würde sie die Verheißung, die der Erretter uns allen gegeben hat, erlangen können. Wer umkehrt und sich in meinem Namen taufen lässt, der wird erfüllt werden. Und wenn er bis ans Ende ausharrt, siehe, ihn will ich von meinem Vater schuldlos halten an dem Tag, da ich dastehe, um die Welt zu richten. Durch Umkehr habe ich den Erretter kennengelernt. Und wenn ich seine Hilfe suche, um mich zu ändern, dann nehmen mein Glaube und mein Vertrauen in ihn zu. Ich gebe Zeugnis davon, dass er lebt und von seiner Macht. Im Namen Jesu Christi. Amen.